Tag und herzlich willkommen zu einem Gespräch mit einem Gast, den Schattenmacher-Abonnenten bereits kennen sollten, nämlich Augusta, eine Neurobiologin. Hallo Augusta. Hallo. Wir sprechen heute über das Thema Geschlechter und zwar nicht aus einer, ja, links, wie nennt man das? Die Linken haben die Theorie, dass Geschlecht konstruiert ist, aus einer konstruierten Sicht, sondern aus einer biologischen Sicht, was an sich im Moment sehr wichtig ist, weil nämlich das Thema Biologie von links neu aufgegriffen wird, besonders in Bezug auf Geschlecht. Und ja, dem wollen wir ein bisschen etwas entgegensetzen, weil die Interpretation bzw. die Konsequenzen, die biologische oder feministische Biologin wie eine Maike Stovarock daraus ziehen, ja, sehr gefährlich für unsere Gesellschaft sein können. Gefährlich und verquer, ja. Mhm. Und das ist wirklich eine neue Tendenz, die ist auch in den USA und England zu bemerken, dass jetzt Biologie vereinnahmt wird von links. Also wir müssen wirklich aufpassen. Vorher galt es immer, die Biologie komplett zu ignorieren. Alle waren gleich, Männer, Frauen, Populationen. Und Biologie gab es so ungefähr gar nicht. Mhm. Also die Biologie wurde einfach ignoriert. Und jetzt haben wir den Punkt erreicht, da ist Biologie gar nicht mehr zu ignorieren, auch eben, weil es einige Forschungszweige gibt, die sehr weit vorgeprescht sind. Und ja, die Linke hat die Biologie entdeckt für sich. Und die Konsequenzen, die man daraus oder die die daraus ziehen, sind brandgefährlich, finde ich. Und die Interpretation ist, wie soll ich sagen, inkonsequent, lückenhaft, motiviert, ganz eigenartig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es gut wäre, wenn die Rechte bzw. die Konservative da einen Gegenpol findet und eine andere Interpretation. Ja, dann beginnen wir doch mal mit den Grundlagen. Was ist Geschlecht? Oder was sind Geschlechter? Ja, also ich finde das Thema Geschlecht natürlich großartig, weil Geschlecht einerseits natürlich die Gesamtheit der Merkmale, wonach ein Lebewesen bei der Fortpflanzung als männlich oder weiblich zu bestimmen ist, heißt. Andererseits Herkunft oder Abstammung, und ohne die geht es eben nicht in der Biologie. Ich bin natürlich als Biologe immer auf die Evolutionsgeschichte zurückgeworfen und die gibt uns einige Erklärungen dazu, wer wir sind, wo wir herkommen und zum Beispiel eben bezüglich Geschlecht, warum und wie wir so unterschiedlich sind. Und dann letzter Punkt, das Geschlechtsorgan. Also, und hier soll es wirklich auch um alles gehen, vielleicht ein bisschen kreuz und quer vermixt. Mhm. Und also bitte den Zuhörer, Zuseher oder was auch immer, es wird natürlich kein Vollständigkeitsanspruch dafür erwartet werden. Es wird auch einiges sehr spekulativ sein. Und was ich mir so sehr erhoffe, ist, dass das Ganze inspiriert dazu, sich Daten selbst anzusehen, Datensätze zu erheben, Datensätze einzuklagen an den Universitäten und eine bisher, sagen wir mal, sehr kontrovers und unterdrückte, als Cancel Culture behandelte Wissenschaft wieder zu beleben und Eigeninitiative zu entwickeln, nicht? Also Gewaltmonopol des Staates ist ja wunderbar, aber Datenmonopol und Interpretationsmonopol ist deutlich schlecht. Und wenn man sich als Demokrat versteht, dann erst recht, dann sollte man zumindest darauf pochen, dass man selber sich seine eigene Meinung bilden kann. Ja. Dann gehen wir das Ganze doch mal durch von Anfang an. Ja, also wenn man anfängt, das Ganze aufzuräumen, dann würde ich ja mit der natürlichen Selektion anfangen. Also da ist ja das allgemeine Verständnis für Biologie ist bei den meisten so, dass sie Darwin mit der natürlichen Selektion verbinden. Und vielleicht wissen dann auch einige, dass zum Beispiel sexuelle Fortpflanzung dieser Evolution ein Turbo eingebaut hat. Und zwar, also wenn man sich jetzt überlegt, vom Klümpchen Schleim bis zum komplexen Lebewesen Mensch, ist einiges in der Evolutionsgeschichte geschehen. Und die sexuelle Fortpflanzung hat dadurch, dass eben in dem Prozess der Meiose heißt, eine Rekombination von Genen zustande gebracht, die dann eine schnellere und effektivere Anpassung an sich wechselnde Umwelten bedeutet hat. Und soweit ist dann alles noch klar. Also okay, es gibt also sexuelle Fortpflanzung und natürliche Selektion
ist damit in irgendeiner Weise, also in sozusagen befördert worden. So. Und was aber seltener oder weniger den Leuten bekannt ist, dass Darwin auch etwas anderes geschrieben hat, und zwar über sexuelle Selektion, und zwar 1871, Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Und das war eben diese zweite Theorie, und da geht es tatsächlich um Geschlechtsunterschiede. Also das ist nämlich so, dass der Wettbewerb zwischen Männern und die sogenannte Female Choice oder Damenwahl, ich weiß nicht, wie ich das jetzt übersetzen soll, die haben wiederum, die sind dafür verantwortlich, dass eben sich die Geschlechter so unterschiedlich entwickelt haben. Und da müsste man jetzt genauer drauf eingehen. Also zum Beispiel, natürliche Selektion ist noch an dem Beispiel Cold-Winter-Theorie bekannt wahrscheinlich. Sollte man das jetzt noch ein bisschen erklären oder... Oder meinst du, ist nicht nötig? Ein paar Stichpunkte zur Cold-Winter-Theorie. Also natürliche Selektion muss man sich so vorstellen, dass in einem Organismus immer Mutationen stattfinden. Und diejenigen Mutationen, die sich in der jeweiligen Umwelt als vorteilhaft herausstellen, die werden dann eben weitergegeben in die nächsten Generationen und andere nicht. Und in der kalten Wintertheorie, das ist so ein Beispiel für eine Geschichte, so eine Geschichte der natürlichen Selektion. Da heißt es, dass die Umwelt in Europa eben einen kalten Winter hat, und wer sich darauf gut vorbereitet hat, also es ist immer repetitiv, jedes Jahr kommt der Winter, also man kann sich darauf vorbereiten, es ist also predictable sozusagen, also wenn man rechnen kann, dann weiß man, wann er kommt. Das heißt, man konnte sich gut darauf vorbereiten durch Disziplin und intelligente Nahrungsaufbewahrung und so weiter. Und die das nicht getan haben, sind einfach eiskalt ausradiert worden. Der Winter ist gekommen, die sind erfroren, und damit war es Ende Gelände, sage ich mal. So, das heißt also, die natürliche Selektion hat Eigenschaften selektiert und andere ausselektiert, die in der jeweiligen Umgebung vorteilhaft waren, beziehungsweise ja, eben negativ. So, jetzt ist aber die sexuelle Selektion ist nochmal was ganz, ganz anderes und etwas sehr Spannendes. Einerseits ist da natürlich, wenn das eine geht mehr darum, wer überlebt in einer Umwelt, und der andere Aspekt, wer darf sich fortpflanzen. Und dieses Fortpflanzen hängt eben von zwei Dingen ab. Wenn Männer in einen Wettbewerb gehen um eine Frau und sich die dann einfach nehmen, das ist die eine Art der sexuellen Selektion. Das andere aber ist sogenannte, Female Choice heißt das, also Weibchenwahl oder wie soll wir ich das? Wir können ja bei Female Choice bleiben. Female Choice, ja, ich glaube auch. So, und da geht es darum, dass sozusagen die Frau Eigenschaften wählt, die für sie in irgendeiner Weise vorteilhaft sind. Und interessanterweise ist das nicht unbedingt deckungsgleich mit den Eigenschaften, die eben das Männchen oder den Mann im Wettbewerb mit Männern als den Sieger hervorheben. Und es ist auch nicht identisch mit den Merkmalen, die besonders fit machen mit der Umwelt. Trotzdem sollte sich das alles nicht ausschließen, denn sonst geht es natürlich auch nicht weiter. Ja. Nicht? Also es ist nur eine kleine subtile Variation sozusagen. Aber wichtig. Und das Interessante bei der ganzen Sache ist, dass wenn man jetzt eben Geschlechter oder Unterschiede zwischen Mann und Frau beurteilen oder verstehen will, dann ist eben die sexuelle Selektion genau dieser Schlüsselmoment, der die Unterschiede zwischen den Geschlechtern überhaupt bewirkt hat. Also sexuelle Selektion ist natürlich letztendlich die ultimative Diskriminierung, wenn wir in einer Welt leben, in der Diskriminierung so, Thema ist und versucht wird, da irgendwie dagegen zu wirken. Denn die Festlegung auf einen Partner und alle anderen eben nicht, und vor allen Dingen dann die Verwehrung der Fortpflanzung für die nächste Generation, ist natürlich ein harter Tobak. Und vor allen Dingen eben diese Selektion, hat einen Evolutionsturbo reingebracht nach anderen Kriterien. Das heißt also, letztendlich ist das, was wir sind und wie wir sind als Menschheit heute, sehr stark eben nicht nur von der natürlichen Selektion abhängig, sondern eben auch von dieser sexuellen Selektion.
Und es scheint, dass die ancestrale Frau klug gewählt hat im doppelten Sinne des Wortes, nicht? Denn das ist genau die Gehirn- und Intelligenzentwicklung, die natürlich im Menschen sehr, sagen wir mal, hervorragend ist. Und da hat die Frau zumindest nicht dagegen gewählt bisher. Und da kann man sich natürlich auch fragen, was ist heutzutage der Fall, ne? Wie sieht das heute aus? Sowohl mit der natürlichen Selektion als auch mit der sexuellen Selektion. Findet die überhaupt noch statt? In welchem Ausmaß? Oder was geschieht, wenn sie denn aussetzt? Ob dann nicht vielleicht eine Annäherung zwischen den Geschlechtern geradezu notwendig die Folge davon ist, zum Beispiel, nicht? Ja, aber es ist auch interessant, weil ich höre immer viele Männer so im rechten Spektrum sich über die hypergamen Tendenzen der Frauen beschweren. Aber es liegt ja offensichtlich in unseren evolutionsbiologischen, ja, Tendenzen, in unseren Genen manifestiert, dass, ja, wie du schon sagtest, es ist eben, die Wahl der Frau hat dafür gesorgt, dass wir Menschen heute dort stehen, wo wir stehen. So, und eigentlich müssten wir doch dafür dankbar sein. Ja, es ist das eigentlich absolut nicht Nachvollziehbare, dass jetzt der Mann kritisiert wird für etwas, wie er ist, wo es offensichtlich die Kombination aus Anforderungen an die Umwelt, die Female Choice und dem Wettbewerb zwischen Männern genau dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob sich die Umwelt so extrem verändert hat, dass eben eine neue Anpassungsrunde ansteht. Das könnte ja sein. Was auf jeden Fall interessant ist, ist eben festzustellen, dass sowohl natürliche Selektion als auch sexuelle Selektion weitgehend ausgesetzt sind und dass jetzt andere Prozesse, Entwicklungsprozesse so ein bisschen im Gang sind. Also ganz ausgesetzt ist es natürlich nie, aber nach den herkömmlichen Kriterien zumindest schon, nicht? Wenn man das mal sich überlegt. Also es ist ja nicht mehr so, dass Individuen für ihre eigene Überleben oder für ihre eigene Fortpflanzung in irgendeiner Weise groß was. Also es gibt eben diese Sozialsysteme, die einen ganz anderen Aspekt in die Selektionsprozesse reinbringen. Und dann ist es natürlich so, wie dieses Buch Female Choice ja sagt, dass eben zum Beispiel diese freie Wahl der Frauen eben ausgesetzt sei und dass man dringend dahin zurückfinden müsse. Ja, da kommen wir zu dieser ja, feministische Biologie, habe ich das genannt. Maike Stoverock ist ja selbst Biologin, aber sie ist eben auch Feministin, sie ist Marxistin und sie ist sexpositiv, was man in diesem Buch ja, gut zu verstehen bekommt. Und sie setzt sich dafür ein, dass man eben viel mehr zurück zu Female Choice kommt. Ja? Also sie stimmt eben sozusagen dem zu, was die Rechte immer so verlautbart, nämlich dass biologische Faktoren unbedingt beachtet werden müssen. Ja? Also die Linken haben ja bislang biologische Faktoren, wie du schon sagtest, ausgeblendet. Das ist alles konstruiert, das ist überhaupt nicht real. Und sie setzt sich dafür ein, doch müssen wir. Und in diesem Buch geht sie, ja, sie beschreibt eben evolutionsbiologische Prozesse, sie beschreibt aber auch die Entstehung der Zivilisation, auch durch sexuelle Selektion und durch Female Choice. Und stellt es aber so dar, dass das eine Zivilisation von Männern für Männer ist. Ja? Also, und die Einehe wurde dafür geschaffen, um die Sexualität der Frau zu kontrollieren und zu unterdrücken. Denn Female Choice, also wenn sich, ich glaube, es gibt auch Statistiken dazu, dass sich Frauen eher für die, also wenn es jetzt, also ich habe das zumindest gelesen bei Dating-Seiten, ja, wenn man nur nach Bildern geht und nach Attraktivität, dann interessieren sich Frauen für die oberen 20% der Männer. So, und die 80% gehen leer aus. Und sie meint, das ist ein Prinzip, da müssen wir wieder hin zurück. Also die Frau soll sich mit den oberen 20% der Männer fortpflanzen und das auf eine, also weil eben die Einehe als Diskriminierung der Frau wahrgenommen wird, soll sie das nicht, also dieses Modell der lebenslangen Treue soll weg, die Ehe soll weg und Gut. Frauen sollen sich alle 4 Jahre einen neuen Partner suchen und nach der Reproduktionsphase Ja, ist da. ich habe das Buch selbst jetzt nicht gelesen, aber ich habe Zusammenfassungen und Interviews und so weiter verfolgt davon.
Sie hat mehrere Punkte, die dem zugrunde liegen, die tatsächlich so sind und die man auch beachten muss. Mhm. Da würde ich jetzt mal aus Ihrer Perspektive das so beschreiben. Ich bin natürlich, komme zu ganz extrem anderen Schlüssen. Ja, das kann man gleich schon von Anfang an sagen, weil sie ganz wichtige Dinge ausblendet, die so einfach, ich weiß gar nicht, ein Missverständnis kann man in Ihrem Fall vielleicht gar nicht sagen, sondern das ist einfach tendenziös und sie will irgendwo hin, nicht? Also sie nutzt ihre Argumente, um irgendetwas zu untermauern, was sie schon vorher weiß, dass es dahin gehen soll, glaube ich, nicht? Also sie ist ja auch eben Marxistin oder Kommunistin und möchte eben auch letztendlich, also ja. Hierarchien abschaffen. Ja, was eigentlich eigenartig ist, nicht? Einerseits sagt sie, Female Choice ist ja dann eine Extremhierarchie. Also sie propagiert ja Polygynie, denn was tatsächlich in den Tinder oder in diesen ganzen Dating-Webseiten ist es so, das ist noch viel krasser. Also es gibt da OkCupid und Tinder und alle möglichen Daten, die von unseren Mitarbeitern eben auch analysiert wurden, solange sie noch zugänglich waren. Jetzt ist das nicht mehr möglich, weil das eben so toxisches Material ist, ist das auch irgendwie nicht mehr so ganz zugänglich. Aber es ist tatsächlich so, dass Frauen nur 4-5% der Männer wirklich attraktiv finden und 20% akzeptabel und 80% unterdurchschnittlich bzw. inakzeptabel. Mhm. Bei Männern ist es so, dass sie sagen, 60% der Frauen finden sie attraktiv und 85% akzeptabel. Mhm. Und das zeigt ja schon, dass da eine sehr große Asymmetrie besteht. Und wovon sie spricht, ist eben Hypergamie. Das heißt, Frauen müssen, und das hat auch eine wirklich, wirklich große Berechtigung, einen Partner suchen, der ihnen in gewisser Weise überlegen ist, finanziell, intellektuell oder statusmäßig. Und weil sie damit natürlich den großen Aufwand der Geburt und das, was eine Frau gibt, ist schon, sie investiert sehr viel mehr in eine Familie als einen Mann. Oder sie muss sehr viel mehr investieren, wenn sie zum Beispiel Kinder hat. Und was auch dahinter steckt, ist möglicherweise die Theorie, dass wenn Polygynie herrscht, dann sind es immer die besten Männer, in Anführungsstrichen, oder die fittesten, die sich fortpflanzen. Und es ist tatsächlich so, dass auch in der Evolutionsgeschichte sich von 10 Männern 4 fortgepflanzt haben, wohingegen 8 von 10 Frauen sich fortgepflanzt haben. Und das bedeutet, und die Theorie geht dahin, dass eben unerwünschte Mutationen auf diese Weise aus dem Genpool entfernt werden. Also jetzt irgendwie so ein Beispiel, was nehmen wir jetzt mal, schielen, sage ich mal. Ja, also Frauen und Männer schielen und die Männer finden die Frau immer noch attraktiv, die Frau hat durchaus Kinder. Die schielenden Männer werden aussortiert und dadurch nimmt im Genpool das Gen für Schielen nicht überhand. Mhm. So. Und sie sagt also, um unseren Genpool wieder sozusagen aufzubessern, müsste man wieder auf diese Polygynie zurückgehen. Und dabei übersieht sie natürlich, also ich weiß gar nicht, es ist so absurd, wie einseitig sie das Ganze sieht. Das kann man gar nicht. Ja, es ist so diese Zerstörung der alten Ordnung von links, würde ich mal sagen. Und Familie, also das Wort Familie kommt so gut wie gar nicht in diesem Buch vor. Mhm. Ja, also die Ein-Ehe nützt nur dem Mann und überhaupt nicht der Frau. Mhm. Ich finde es auch interessant, also weil eine der zentralen Unterschiede zwischen den Geschlechtern ist ja auch der Geschlechtstrieb. Ja? Hm. Und was es mit Männern macht, wenn sie keinen Sex haben. So, es macht sie nämlich aggressiver durch das freie Testosteron im Blut. Hm. Und dessen ist sie sich sehr bewusst. Aber die Lösungen dafür sind natürlich ziemlich zweifelhaft. Also sie meint dann, kleinen Jungs einreden zu müssen, dass es in Ordnung ist, dass sie niemals eine Frau haben werden. Dass sie trotzdem noch wertvoll und wichtig sind, aber dass es einfach normal sein muss oder sein wird für Männer, die nicht zu den oberen 20% gehören, dass sie alleine bleiben. Und sie meint dann,
Eine Möglichkeit für diese Männer ist eben Homosexualität oder mhm. Prostitution auf Rezept, bezahlt von der Krankenkasse, mhm. Irgendwelche Sexpuppen, Sexroboter. Ja. Also zynisch. Ja, und sehr gruselig, vor allem, weil auch, ich weiß nicht, also diese Frau scheint sich auch überhaupt nicht der Tatsache bewusst zu sein, dass auch Männer Intimität möchten und nicht nur Sex, sondern ja. Liebe und gesehen werden und eine Partnerschaft. Mhm. Und dessen scheint sie sich offensichtlich nicht bewusst zu sein. Ja, das, den Eindruck hatte ich von verschiedenen Interviews, dass da eine sehr verbitterte Härte damit schwingt mhm. in diesem Buch. Und was vor allen Dingen so dieses Pseudowissenschaftliche daran, wenn, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, mhm. also sie ist bestimmt eine ernstzunehmende Wissenschaftlerin, aber das Buch ist es definitiv nicht, denn Treue ist ebenso genetisch bedingt. Aha. Und Treue und Monogamie, das ist sogar unterschiedlich in den verschiedenen Populationen und individuell verschieden. Aber auch das hat ja eine biologische Realität. Und genauso wie es eine Vergewaltigung sein könnte, wenn eine Frau eben sozusagen ungewollt sexuellen Verkehr, also es wird der Biologie des Menschen nicht gerecht, ihr Bild auf, was sie so nüchtern beschreibt, das ist nun mal die Biologie, da müssen wir zurück, das ist natürlich Humbug. Also ich bin immer ein großer Verfechter davon. So wie physikalische Gesetze, biologische Gesetze, die gelten und man kann nicht eine Gesellschaft oder irgendetwas aufbauen, ohne diese Grundprinzipien mitzudenken. Aber was sie macht, sie wählt irgendetwas aus und lässt das andere bewusst irgendwie weg. Also es gibt tatsächlich eben Forschung, die zeigt, dass es individuelle Unterschiede gibt, was Treue anbelangt und dass zum Beispiel Frauen treuer sind als Männer. Und das ist auch ganz interessant. Es gibt ja zum Beispiel vielleicht, kennst du das Märchen vom tapferen Schneiderlein? Ja. Ja, da werden die Wildsäue in der Kapelle gefangen und mhm. das Männchen, der Schneider springt durchs Fenster. Also das ist die Interpretation, eine Märcheninterpretation, dass Frauen halt sozusagen dann in der Kapelle gefangen sind so, und dass der Mann springt raus. Und, ja, interessant. Ja, also nicht, also es ist tatsächlich so, dass Frauen tendenziell treuer sind. Das kommt nicht nur aus Selbstbezeichnung, da könnte man ja sagen, mein Gott, die sagen was sie eben gesellschaftlich eingeredet bekommen haben, sondern es gibt tatsächlich auch noch andere Hinweise, zum Beispiel die Fingerlängen. Mhm. Also Zeigefinger versus Ringfinger oder ja. so. Nicht? Das ist nämlich das bezeichnet. Was hat das zu bedeuten? Ja, also man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel Neandertaler mehr Testosteron hatten. Mhm. Also der Ringfinger ist dann länger und der Zeigefinger ist kürzer, okay. je mehr Testosteron man hat. Mhm. Und da eben diese Dinge korrelieren auch mit der Promiskuität bzw. mit der Polygynie der mhm. Personen. Und es gibt einige Hinweise, dass eben Frauen relativ treuer sind als Männer. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass die unterschiedlichen Populationen sehr unterschiedlich sind. Ja, mhm. Das ist so, haben wir ja schon mal gehört und das wurde fürchterlich verlacht, aber solche Populationsunterschiede gibt es tatsächlich. Mhm. Und zumindest sagen alle Studien, dass es so sei. Und ja. Das ist, ich muss kurz mhm. mal einwerfen, das ja. ist total interessant, weil mhm. Stovarak sagt nämlich das Gegenteil. Also sie sagt jetzt, sie spricht nicht explizit über Treue, mhm. aber sie spricht darüber. Also für Männer ist es leichter, ein Leben lang mit einer Person zu schlafen, mhm. als für Frauen. Für Frauen, sie meint, sie hat jetzt keine konkreten Zahlen genannt, aber im überwiegenden Fall der Fälle verlieren Frauen nach ein paar Jahren das sexuelle Interesse am Partner. Mhm. So, und deswegen ist es total wichtig, wenn diese Verliebtheit abgeklungen ist, dass man sich dann jemand Neuen sucht. Also, aber das ist wieder dieses linke, hedonistische irgendwie alles muss immer perfekt sein und alles muss immer in Hitze sein, beschreibt sie. Also sie scheint auch kein Konzept von Liebe zu haben, von, mhm. von Treue, von Loyalität, dass das einfach auch etwas ist, das den Menschen Sicherheit gibt. Ja? Also wenn man sich jetzt alle 4 Jahre einen neuen Mann sucht, dann hat man ja keine Familie mehr. Aber dann hat man auch keine Versicherung mehr in Krisenzeiten. Mhm. Also ich glaube, in Krisenzeiten das Verlässlichste sind wirklich menschliche Bindungen, Menschen, auf die du dich verlassen kannst. Und ja, wenn sie die Familie zerstört, macht sie den Menschen einfach schwach. Mhm. Aber das möchte sie ja. Sie möchte ja, dass auch Kindererziehung mehr
gesellschaftlich gelöst wird. Genau, natürlich. In die Öffentlichkeit geht. Ja, also ja. Abkehr vom Privaten. Das, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Studien, die ganz explizit, ganz massiv dagegen sprechen. Also für Kinder ist es natürlich sehr, sehr gut, eine intakte Familie zu haben. Aber nehmen wir das erstmal jetzt zurück, da können wir gerne gleich auch noch drauf kommen, denn Kinder spielen ja nun auch eine große Rolle und die haben auch ein Anrecht auf Stabilität. Aber auch in sich diese Treue, also man kann jetzt sagen, das ist anecdotal evidence, ja. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass solche Dinge nicht besonders gut erforscht sind. Aber es gibt alle Möglichkeiten, das zu tun. Und ja, bitte an die Zuhörer oder so, macht das mal. Das ist ja spannend, nicht? Mhm. Also es gibt sie ja nun mal. Die Frauen, die zum Beispiel, was weiß ich, im Zweiten Weltkrieg ihren Verlobten verloren haben, nie wieder heiraten wollen, obwohl sie wirklich ansehnliche, hübsche und dann irgendwie so Frauen waren. Mhm. Ja. Die Datenlage ist nicht ganz hieb- und stichsicher, sage ich mal, aber es gibt natürlich auch ganz andere Aspekte, nämlich nicht nur, was weiß ich, diese Verliebtheit oder sowas, sondern also, was ich zum Beispiel den Zeugen des Lebens nennen würde, ein Zusammenpassen. Und das, ja, solche Dinge spielen ja überhaupt Romantik. Gar keine Rolle. Ja, Romantik ist immer so ein schwieriges Wort. Und wenn man dann an irgendwelche pinken Einhörnchen denkt oder sowas, dann ist man liegt mal falsch. Also Romantik in dem Sinne, das Abgründige, das wirklich auch brutale Mitdenken, das in dem Sinne ja, natürlich. Also der Zeuge des Lebens wäre halt jemand, der zumindest erstmal versteht, wer man ist und der dann Anteil haben kann überhaupt, wer man ist und einen da begleitet. So wie das ist natürlich dann auch nicht wahllos und das kann man auch nicht einfach so aufgeben und neu anfangen. Und das sind Dinge, die auch in der Biologie drin sind, also die zumindest der Biologie nicht widersprechen. Ja. Und was mich natürlich bei so einem Buch vor allen Dingen extrem aufregt, das ist diese kommunistische Komponente daran, dass sie wirklich glaubt, dass diese 80% der Männer sich mit so etwas Billigem wie Sexpuppen und irgendwie dann abspeisen lassen. Ne? Irgendwie. Und trotzdem gute Bürger einer zivilisierten Gesellschaft sein sollen. Ne? Das ist ja absurd. Warum sollten sie das tun? Was hätten sie da noch von dieser Gesellschaft? Was hätte die Gesellschaft ihnen zu bieten? Warum sollten sie daran teilhaben? Warum sollten sie dazu etwas beitragen, wenn sie so abgespeist werden? Und also Jordan Peterson ist da ja mal jemand, der diese Themen auch sehr stark anspricht. Das ist dieser Begriff der Enforced Monogamy oder, ja, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen sollte, denn es ist jetzt nicht erzwungene Monogamie, aber sagen wir mal beförderte Monogamie oder empfohlene Monogamie. Das ist eben etwas, was sich weltweit ja auch sehr stark durchgesetzt hat, also nicht überall, so, dass man zum Beispiel ich nehme auch mal an, dass zum Beispiel FGM, also Female Genital Mutilation, genauso etwas ist, was diese Treue, die Europäer vielleicht schon irgendwie geerbt haben sozusagen, dann von außen aufoktroyiert letztendlich, nicht? Oder wie soll man das sonst verstehen? Ne? Und weil es eben diesen großen Vorteil hat, wenn eine Mutter nicht an die Partner zu stark wechselt, für die Kinder ist es einfach sehr wichtig, nicht? Absolut. Und jetzt FGM ist natürlich dann eine Methode, genau diese Promiskuität zu verhindern. Mhm. Ja. So, und mir ist da natürlich die Evolution lieber, wenn man es schon irgendwo... wenn es schon veranlagt ist. Ja, auf jeden Fall. Nicht überlegt. Also sie schreibt auch in ihrem Buch, dass die Beziehung zwischen Kind und Vater rein kulturell ist. Also es gibt nichts Wahrhaftigeres auf der Welt als die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Und alle anderen Beziehungen sind eigentlich fast wertlos. Ja? Und wie gesagt, die Beziehung zwischen Vater und Kind ist rein kulturell und absolut zu vernachlässigen. Was, also... Das ist jetzt auch wieder anekdotische Evidenz, aber ich bin ein absolutes Papakind und ich bin ein Scheidungskind und ich habe so darunter gelitten, meinen Vater nicht zu haben. Ich habe als Kind so viel
geweint um ihn, weil ich ihn so vermisst habe. Also mein Vater war so wichtig für mich. Ja? Mhm. Also das ist ja auch ein Vater, also das kann man auch zwischen Jungs und Mädchen verschieden betrachten. Der Vater ist die erste Liebesbeziehung, die ein Mädchen zu einem Mann hat. Ja? Also das determiniert auch so ein bisschen die Beziehung, die sie später zu Männern haben wird. Und auch für Jungs, also das ist ja, sie lernen durch den Vater, was ist Männlichkeit. Ja, also ganz, ganz wichtiges, ganz wichtige Vorbildfunktion. Und ich glaube, es gibt auch Studien dazu, je fremder der Mann ist, also das geht dann auch über die Ethnie und so weiter, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Gewalt. Ja, ja, also ja, das ist, da gibt es einige Studien und die werden natürlich nicht gerade sehr laut verbreitet, nee, aber ja, also es gibt eben Studien, die sagen, dass Infantizide oder wirklich schwerwiegende Schäden an Kindern auch wahrscheinlicher sind bei eben Stiefvätern und anderen Männern, die Frau dann mit ins Haus nimmt. Mhm. Und es gibt auch Studien, die eben die Unterschiede, also die Ehe hält nicht oder die Beziehung oder was man immer dafür eine Beziehung hat, zwischen unterschiedlichen Populationen, da sind einfach sehr viele Missverständnisse. Also ich sage jetzt, das ist ja eines meiner Hauptthemen. Ja? Der Mensch baut sich seine Umwelt nach der eigenen Veranlagung selbst. Wenn jetzt sehr unterschiedliche Personen aufeinander kommen, die nicht viel gemeinsam haben, dann ist es natürlich auch schwer, sich zu verstehen oder irgendwie und eben der Zeuge des Lebens, sage ich mal, zu werden. So. Was außerdem für mich mehr jetzt in den Kopf kommt, also die Beziehung zwischen Tochter und Vater ist jetzt nicht gerade ein Spezialgebiet von mir, aber was mich jetzt auch im Moment interessiert und die Studienlage versuche ich auch gerade zu erörtern, dass erste Liebe zum Beispiel wahrscheinlich sehr viel wichtiger ist, als man das heutzutage so gerne hat, nicht? Also ich weiß nicht, aber in meiner Umgebung heißt es immer, jetzt stell dich nicht so an, ja, sowas Liebeskone vergeht und solche Dinge. Das heißt also, da werden Dinge banalisiert und man muss mit Dingen umgehen, die vielleicht gar nicht so leicht, das ist eigentlich ein großer Schaden, den man sich selbst da antut, wenn man das Ganze so lapidar behandelt. Vielleicht ist jetzt diese erste Liebe ganz was Wertvolles und man sollte gar nicht, also vielleicht hat es ja was für sich. Ja, ich bin da wieder so ein bisschen bei der Romantik, weil ich finde auch diese lebenslange Verbindung, das ist so ein Ideal. Das ist so ein wunderschönes Ideal. Man kommt zusammen und man bleibt sein Leben lang zusammen über Jahrzehnte. Aber natürlich für ein Ideal muss man auch bereit sein, einige Opfer zu bringen. Also ich denke auch, dass Treue irgendwo ein Opfer ist, das man bringt. Aber ich finde, es ist ein sehr schönes Opfer. Mhm. Aber Frauen wie Stowarok, ja, das ist dieses Hedonistische. Sie möchten keine Opfer bringen. Sie möchten nicht Verantwortung übernehmen. Sie möchten nicht verzichten. Mhm. Sie möchten bitte alles haben. Also was ich ganz interessant fand, ich habe durch Zufall individuelle versus soziale Freiheit, Axel Honneth oder so, hat da gesprochen über eben liberal versus sozial oder irgendwie, ich weiß jetzt den Titel des Ganzen gar nicht mehr. Und das hatte eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, aber da hat er eben davon gesprochen, dass im Grunde eben das Glück, Kinder und Familie zu haben, ein Freiheitsgewinn sei und kein Freiheitsverlust, wie das Liberale doch denken würden. Denn dieser Junggesellenabend, an dem die Männer dann ihren Abschied der Freiheit feiern würden oder solche Dinge, das wäre ein großes Missverständnis, denn das, was danach geschehen würde, wäre doch eigentlich der Zugewinn an Freiheit. Und er hat das irgendwie so ausgedrückt, dass ich dachte, ja, es hatte wirklich jetzt mit dem Thema gar nichts zu tun, denn eine Gesellschaft kann ja so nicht organisiert sein, sondern eher ein Paar und eine Familie. Aber hier in dem Thema ist es ja vielleicht ganz passend. Für mich ist das so eine Art Oberflächenzugewinn, nicht? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau einen Mann liebt und dieses Paar wird in fMRI-Scanner, also funktionale Magnetresonanzmaschine, reingesteckt und die Frau muss wahrnehmen, wie man dem Mann in den Finger piekt. Dann empfindet sie großen Schmerz. Das heißt also, die Oberfläche
richtig, ganz einfach. Die Oberfläche des anderen Menschen wird zur eigenen. Das heißt, man hat einen Oberflächenzugewinn. Mhm. Ja? Also da entstehen ganz neue Möglichkeiten durch die Verbindung und die ganz klare, sagen wir mal, Zugewandtheit dem anderen gegenüber. Und das sind ganz biologische Prozesse, die sind real. Ja. Das ist kein Quatsch, sondern das ist da. Und solche Dinge sieht sie dann ja zum Beispiel nicht, nicht? Und das wieder auseinanderzureißen, das kann nicht ohne Schaden davon gehen, nicht? Nee. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich doch so, dass eben in der Vergangenheit auf einen Mann 2 bis 4 Frauen gekommen sind. Das heißt also, in der Vergangenheit, in der Evolutionsgeschichte, ist tatsächlich so, dass Polygynie oder so stattgefunden hat. Aber in welcher Form, das wissen wir ja nicht. Und was dahinter steckt, das können Kriege gewesen sein, dass die Männer auf der Jagd einfach sozusagen umgekommen sind und dann nur die wenigen Überlebenden sozusagen sich fortpflanzen konnten. Es kann aber auch sein, dass es eben serielle Monogamie war, weil die Frauen im Kindbett gestorben sind und sich dann wiederum nur die fittesten Männer fortgepflanzt haben mit diesen, aber dann in sukzessiv unterschiedlichen Frauen. Was dahinter steckt, kann man nicht sagen, aber es hat tatsächlich stattgefunden. Und interessanterweise, diese Strukturen, diese monogamen Strukturen sind auf jeden Fall ein Vorteil gewesen in der Gesellschaft. Aber dann gibt es zum Beispiel im Kölner Karneval, ja, da hast du eine ganz konservative bürgerliche Gesellschaft, die einmal ausflippt und dann, was weiß ich, sich untreu wird oder so. Und das ist dann gesellschaftlich sanktioniert. Das sind so diese Cope-Mechanismen vielleicht, wie man mit seiner, dieser Biologie, dieser Schwierigen dann umgeht. Mhm. Aber in einem Buch, was das ganze Thema so eindimensional angeht und so, sagen wir mal, politisch getrieben, da, das wird dem ganzen schwierigen Thema nicht gerecht. Nee. Ja, es steckt auch einfach viel Ideologie dahinter. Also sie schreibt auch, sie möchte jetzt nicht den Kommunismus ausrufen, aber in jedem Fall mehr kommunistische Ideen etablieren. Also, ja, ja, natürlich. Also, ja. Ja, aber was wir jetzt mal Sachen sagen können wäre, was sind denn das für Unterschiede, die da entstanden sind? Ja, unbedingt, ne? Ja. Also zwischen Männern und Frauen. Was hat denn die sexuelle Selektion jetzt an Unterschieden überhaupt bewirkt? Mhm. Natürlich Testosteron, nicht? Testosteronunterschiede zwischen Männern und Frauen haben Muskelkraft, Gewaltbereitschaft, Risikobereitschaft befördert. Und Frauen sind deutlich weniger risikobereit und haben deutlich weniger Muskelmasse, sind weniger gewalttätig und sind deswegen auch seltener in Gefängnissen für Gewaltkriminalität. Sie haben ein sehr viel geringeres räumliches Vorstellungsvermögen. Mhm. Und dann ist das Immunsystem bei Männern schlechter und das Empathie ist niedriger. Ja. Ja, also Frauen haben deutlich mehr Empathie. Mhm. Dann, jetzt haben wir aber eine Zeit, in der das Ganze rückwärts, also das geht zurück. Der Testosteron-Level bei Männern sinkt exorbitant, würde ich mal sagen. Also da sind die unterschiedlichen Studien. Eine sagt sogar 1% pro Jahr in den USA. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so glauben soll, aber es ist, also in allen Studien findet man der westlichen Kultur starke Testosteronrückgänge. Und ja. Aber woran liegt das? Weißt du das? Oder weiß man das? Also ich glaube, so richtig weiß man das nicht, aber es gibt einige Vermutungen. Also es gibt natürlich diejenigen, die sagen, es könnte an Umweltbedingungen liegen, also an Massengesellschaften, also an zu eng besiedelten Gebieten. Dann irgendwie, das kennt man ja, Weichmacher in Plastik und so. Dann kommen aber die unangenehmeren Dinge. Also Fettleibigkeit, das kann auch noch der eine oder andere nachvollziehen und nicht problematisch finden. Aber dann gibt es eben auch noch Dinge, die zum Beispiel Kinderbetreuung, Kleinkindbetreuung. Aha. Männer, die Kleinkinder betreuen und einatmen und dann, das ist... Ja. Echt? Ja, das führt zu weniger Testosteron. Ja. Sie verweiblichen so ein bisschen. Das ist ja auch in Ordnung für eine Weile, aber dann braucht es dann vielleicht ein bisschen mehr Wettbewerb und Kompetition und körperliche Arbeit, um das dann wieder zurückzugewinnen. Ja. Testosteron. Dann das andere ist, könnte Selbstdomestikation sein. Oder eben tatsächlich so etwas, dass Frauen gar nicht mehr nach wählen, wen sie wirklich mögen.
okay. weil sie manipuliert sind durch die Pille zum Beispiel, Pilleneinnahme. Ja. Also wenn eine Frau auf der Pille sozusagen schwanger ist, dann wählt sie ganz andere Männer, als wenn sie nicht schwanger ist. Ja, Wahnsinn. Und also auch für längerfristige Beziehungen dann? Ja, ich glaube, es gibt da wirklich Studien, dass wenn eine Frau die Pille dann absetzt, dass sie dann auf einmal ihren Partner nicht mehr mag und solche Dinge. Ja, ja, das ist ganz, ganz krasse Sache. Wow. Ja, ja. Mhm. Es gibt Studien, die zum Beispiel sagen, Frauen im bestimmten Stadium, im Zyklus oder so, wählen unterschiedliche Männer. Ne? Dann hat man Männer, die mehr männliche Gesichtszüge haben. Die athletischer sind. Die um den Eisprung herum attraktiver empfunden werden und so weiter. Das ist ganz, ein ganz spannendes Gebiet. Wahnsinn. Ja, aber wir sind halt ein bisschen weit weg von der unserer natürlichen unserer Natur. Ja. Könnte die Wahl der Frau auch ein bisschen durch, weiß ich nicht, Hollywood, durch andere Propaganda irgendwie? Ja, natürlich, glaube ich schon, ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine große Rolle spielt. Ja. Ja, ich habe das Gefühl, weichere Männer und härtere Frauen in den Filmen haben schon zugenommen über die letzten Jahre. Ja, also wenn man sich jetzt irgendwie, ich meine, ich bin jetzt nicht gerade so firm in Filmen, okay. Ich kenne das nicht so gut, aber wenn man sich mal diese, also man hat mir mal einmal eine ganze Serie James Bond vorgespielt, weil ich so ungebildet wäre, was Filme anbelangt, da sollte ich doch wenigstens mich mal da durcharbeiten. Ja. Und das Frauenbild ist ja auch krass, ne, wie sich das verändert hat. Ja, absolut. Das werden dann irgendwann immer Atomphysikerinnen oder was mindestens. Ne? Das ungefähr. Ja, was noch vielleicht wichtig ist, dass Testosteron die Lebenserwartung sehr stark senkt. Das heißt also, Männer, die dann eben einen hohen Testosteronspiegel hatten, und in der Vergangenheit war das natürlich auch wichtig, und Frauen mögen auch Männer, die einen hohen Testosteronspiegel haben, sie werden als attraktiver empfunden, zumindest sagen das einige Studien. Und jetzt ist es so, dass eben gerade bei Tieren zeigt sich das, aber auch bei, wie heißen die nochmal, die Kastrati oder so, dass die eine höhere Lebenserwartung haben. Okay. Weil es tatsächlich so ist, dass Testosteron die Lebenserwartung senkt. Ja, das ist also das, die Kosten für Wir können vielleicht mal festhalten, wofür ist denn Testosteron gut für uns als Gesellschaft? Warum bräuchte es Männer, die mehr Testosteron haben? Also für mich persönlich, ich finde es einfach sehr attraktiv. Ja, okay. Ich auch, ja. So. Und dann ganz einfach Spermaqualität, alles Mögliche, Mut, Verantwortungsgefühl. Ja. Verteidigung dann wahrscheinlich. Verteidigung. Mhm. Also sie sind nicht aus der Welt. Ja? Ja. Also wenn manche Leute glauben, es gibt keine Kriege mehr, braucht keine Männer mehr mit viel Testosteron, ich glaube, dann werden die spätestens jetzt an das Besseren belehrt. Ja, ja. Ich denke auch an Feuerwehrmänner, ich denke an Soldaten, an Polizisten. Also. Und Testosteron, das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Also ich habe da jetzt auch in letzter Zeit ganz schön drüber nachgedacht. Es gibt ja dieses, weiß nicht, kennst du das? Dieses Ultra-Male-Brain-Theorie von Simon Baron Cohen. Also es ist so, dass er sagt oder annimmt, dass im Mutterleib, wenn da Testosteron also höher ist, dass dann das Kind mehr in Richtung Asperger oder aber auch männliches Gehirn tendiert. Das heißt also, kleine Kinder, denen man, also Babys, wenige Wochen alt, denen man zur Wahl eine Puppe oder ein Mobile vorstellt, die wählen je nach Veranlagung eben die Puppe, die Augen oder das Mobile. Und systematisierende Gehirne, die männlichen Gehirne, die mögen Mobiles und Formen und Maschinen lieber. Und bei Frauen im Durchschnitt, aber eben auch den weiblicheren Gehirnen, die mögen von Anfang an Puppen. Und das ist übrigens auch schon bei Affen so. Ja, also es ist das ist real, das gibt es. Das Interessante dabei ist, dass eben genau diese super männlichen Gehirne, wenn es zum Beispiel, es gibt ja Frauen, die haben auch Asperger, wenn man künstliche Intelligenz darauf ansetzt, die Weiblichkeit bzw. Männlichkeit dieser Gesichter
zu beschreiben, dann sind Asperger-Frauen auf der Männlichkeitsskala weiter oben. Aha. Also es können, also künstliche Intelligenz kann sozusagen das männliche Gehirn an einem Gesicht schon erkennen. Ja, Wahnsinn. Es ist, ja, es ist so, es ist eben etwas, was da ist und biologisch da ist, und diese ganzen Transgender-Sachen oder so sind natürlich, also alles konstruiert ist ja. Ah, interessant. Das ist für dich konstruiert. Diese, diese Transgender-Sachen sind für dich eher konstruiert, als dass Mann und Frau konstruiert sind. Also es gibt bestimmt Individuen, die irgendwo dazwischen liegen und oder im falschen Körper sind. Das gibt es bestimmt. Mhm. Aber die, das, was jetzt abgeht, dass da so viele Personen sich da durcheinander fühlen, das ist auf jeden Fall etwas, was durch die Umgebung oder sowas gefördert wird. Und es ist auch ganz gefährlich. Hochgefährlich. Ja. Also ich sehe so viele junge Menschen, die so auch die Transition durchmachen, also die wieder, also die waren Frauen, wollten Männer werden und gehen jetzt wieder zurück zur, zu ihrer Weiblichkeit. Aber die Veränderung ihres Körpers, also zum Beispiel ihrer Stimme, das ist ja irreversibel. Also das wird die, sie werden ja nie wieder zu den Frauen, die sie mal gewesen sind, weil diese Hormone so viel langfristig verändern. Aber das wird nicht bedacht. Aber diese Menschen werden immer mehr. Und es ist einfach, es ist traurig, vor allem, weil auch diese Leute totgeschwiegen werden. Also die sollten nicht sprechen. Zumindest die Trans-Community ist da ziemlich dahinter. Ja, das ist ich finde das wirklich eine Katastrophe. Was dahinter liegt, ist ja so ein bisschen, die Biologie wird relativiert, beziehungsweise gar nicht gesehen. Ja, also das ist alles ein Spektrum. Nein, das ist kein Spektrum. Es gibt Männer, es gibt Frauen, ganz einfach. Und es gibt natürlich Spektren, wenn es um die Personality-Beschreibung, also es gibt sogenannte Big Fives, und die kann man dann noch splitten in 30 Kategorien oder was. Ja. Und da gibt es natürlich Männer, die ein starkes weibliches Profil haben, sogar dennoch das. Feminine Männer, maskuline Frauen, die gab es aber auch schon immer. Ja. Also, ja, ja. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Bestreben der Linken. Ja, ich weiß nicht, wir sind alle gleich. Also dieses Gleichheitsbestreben, und wir können ja heute mal ein Mann sein und morgen eine Frau, und es ist wahrscheinlich auch diese Sehnsucht danach, irgendwie Hierarchien und damit infolgedessen Diskriminierungen abzuschaffen, aber die wirklichen Folgen für die Menschen, die psychologischen und dann, ja, also auch die gesundheitlichen, das wird alles nicht gesehen. Ja, ich habe die Vermutung, also ich, auf die Gefahr hin, hier wirklich als One-Trick-Pony oder sowas. Aber der Mensch baut sich seine Umgebung nach eigener Veranlagung. Hm. Und unsere Welt ist sehr stark durch sehr analytische Männer geprägt. Mhm. Seit der industriellen Revolution haben wir einfach eine, sagen wir mal, effiziente Produktmedizin und sonst was Entwicklung. Und das ist tatsächlich eine Welt, die, sagen wir mal, it's a man's world. Mhm. Ja? Und deswegen ist die ökonomische, sagen wir mal, der Erfolg von Männern auch in dieser Welt tatsächlich, aus meiner Sicht, größer als der von Frauen. Mhm. Jetzt muss man sich aber trotzdem überlegen, wo wollen wir denn dann hin? Wollen wir jetzt auf die Medizin und diese ganzen Luxus und solche Dinge wirklich verzichten? Mhm. Denn wenn wir das täten, könnten wir das wieder in eine, sagen wir mal, in eine andere Welt zurückrückeln oder sowas. Aber jetzt aus allem das sich rauspicken, was man mag, das geht schon mal nicht. Und da habe ich das Gefühl, das tun die hier. Ja, also die Männer sollen weiterarbeiten, sollen in der Gesellschaft beitragen, sollen vielleicht Forschungsergebnisse, medizinische Forschung, sollen das Essen fällt wieder vom Himmel, ja, so à la kommunistischer Manie hier. Mhm. Aber das, was dann wirklich die Grundbedürfnisse sind, eben einen Seelenpartner zu finden und all solche Dinge, darauf sollen sie dann verzichten. Also das ist alles sehr verquer. Und diese das
es ist wirklich, für mich ist es wichtig, dass man, also diese Geschichte, dass Menschen sich eine Umwelt nach der eigenen Veranlagung bauen und für sich, wenn man das so ein bisschen durchdekliniert, dann kommt man auch ganz schön weit damit. Mhm. Ja. Dann kann man auch sehen, wo eben Frauen das Sagen haben, vielleicht an den Universitäten. Ja. Die sind jetzt alle Kindergärten geworden. Ja. Mhm. Und die ganzen Geeks, die es gibt, ja, diese Ultra-Male Brains wie Gates und Zuckerberg. Ja, oder ist er weniger? Der ist bestimmt auch, ist auf jeden Fall auch systematisierendes Gehirn, aber ganz extrem ist auch Elon Musk. Muss mal gucken, wie der aussieht. Ja. Geek-mäßig halt, ne? Ja, die haben halt sozusagen die Umwelt bestimmt und dadurch sind natürlich schon gewisse Ungleichgewichte entstanden und die sollen jetzt kompensiert werden. Mhm. Und anstatt, dass man sagt, okay, Männer und Frauen sind unterschiedlich, wie gehen wir jetzt damit um, wird dann einfach gesagt, also Männer und Frauen sind identisch und wir müssen ein Equal Outcome irgendwie erzwingen. Und weil das nicht klappt, es geht einfach nicht. Also das ist nämlich auch dieses wahnsinnige Paradox, je legal freier Frauen sind, frei zu wählen, desto größer werden die Unterschiede. Also in der Berufswahl. Ja, in der Berufswahl und in der Lebenswahl und so weiter. In Schweden, Dänemark und so weiter, in diesen Ländern ist es so, dass Frauen sehr viel stärker eben Berufe wählen, wie Krankenschwester oder pflegende Berufe, die was mit Menschen zu tun haben. Und Ingenieure, es gibt da kaum noch weibliche. Wohingegen in Ländern, wo es eben aus zwanghaften Gründen, weil man sonst kaum überleben kann, notwendig ist, da nehmen die Frauen eben auch solche Jobs an. Und das heißt also, wenn eine Frau zur Selbstbestimmung, ihrer eigenen Biologie gemäßen, veranlagungsgemäßen Beschäftigung kommen möchte oder die wählen möchte zur Selbstbestimmung, dann wird man ganz exorbitant große Unterschiede in der Beschäftigung haben. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir damit umgehen finanziell? Denn ich habe natürlich schon was dagegen, wenn Frauen schlechter finanziell gestellt sind als Männer. Das Problem ist ein bisschen aufgebläht dadurch, dass eben dieses extrem Hochverdiener sind eine ganz, ganz kleine Gruppe nur. Mhm. Und Männer haben eben auch die schwierigen Jobs, die gefährlicheren Jobs, die riskanteren Jobs und die leben auch kürzer und haben alle möglichen großen Nachteile. Ja. Das muss man ja auch mit in die Waagschale werfen. Aber dennoch würde ich sagen, dass eben in dieser Welt, in dieser technisch ausdifferenzierten Welt, sowohl andere Populationen, also zum Beispiel wie dann orientalen Schwarze sagen hier, deine Heimat ist mein Albtraum oder so, ja, aber eben auch Frauen in dieser Welt nicht den ökonomischen Erfolg haben, die Männer im Durchschnitt, weil sie eben weniger systemdenkend sind, weniger Programmiererinnen sind und so weiter. Und aus meiner Sicht ist dann eben genau das der Punkt. Wie kann man das ausgleichen? Und letztendlich, das, was eine Frau in einer Familie beiträgt und überhaupt, das kann eigentlich nur abgegolten werden durch wirklich genuine Liebe, würde ich sagen. Ja? Und ich meine jetzt wirklich Liebe. Mhm. Ich meine jetzt nicht irgendwie enforced monogamy, ja, sondern wirklich genuin. Mhm. Und das ist natürlich jetzt sehr idealistisch gedacht, aber ich finde es sehr schön. Nee, ich habe nur mal gedacht, also dieses ökologisch schlechter gestellt sein wäre ja oder ist ja eigentlich kein Problem, denn auch dafür ist ja die Ehe geschaffen worden, damit die Frau abgesichert ist durch ihren Mann. Nur heutzutage, ich meine, wie viele Paare können es sich leisten, dass die Frau zu Hause bleibt? Das ist ja ohnehin in der Geschichte, soweit ich weiß, eine absolute Ausnahme gewesen. Also normalerweise musste die Frau immer mitarbeiten und irgendetwas tun und schaffen. Also wenn wir nur an Bauernfamilien denken zum Beispiel. Ja, so sehe ich das auch in der Vergangenheit. Also ich stelle mir so vor vielen hundert Jahren haben Mann und Frau gemeinsam im Durchschnitt an einem Bauernhof ihre persönlichen, sagen wir mal, Aufgaben übernommen. Mhm. Und beide haben hart ums Überleben gekämpft und es gab große Verluste. So, Männer sind dann im Krieg gestorben oder bei irgendwelchen gefährlichen Arbeiten. Frauen vielleicht bei der Geburt der Kinder im Kindsbett. Und so war das Leben einfach unglaublich hart. Mhm.
Und Kinder sind ja auch ganz viele immer gestorben. Das heißt also, im gemeinsamen, sagen wir mal, Struggle oder im gemeinsamen Tun. Kampf ums Ja. Überleben hat man dann einfach jeder das gegeben, was er am besten konnte. Und das ist eben unterschiedlich, Ja. weil Männer und Frauen einfach wirklich sehr unterschiedlich sind. Das ist nun mal so. So, ja. Wollen wir das als Schlusswort nehmen? Ja, machen wir Ja, das. gut, dann machen wir es. Frauen und Männer sind wirklich sehr unterschiedlich. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Esther. Und wir sehen uns im nächsten Video. Gehabt euch wohl.